Familienväter und Vertreter mögen ihn gleichermaßen, den BMW 3er Touring. Es gibt jetzt wieder eine neue Modellgeneration und zwar intern G21 genannt. Es ist die 6. Produktgeneration 3er Touring, die wir hier vor uns stehen haben. Ich fahre ihn als BMW 330i Touring. Was hier unter der Haube steckt, was sich im Innenraum verbirgt, wie die Platzverhältnisse sind und ob tatsächlich der Neue eine Kaufempfehlung bekommt. Das alles erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Und vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken sowie zu kommentieren, wenn ihr dazu Fragen oder eure Meinung mit einbringen wollt. Und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß zum Review des BMW 330i Touring mit M-Sportpaket. Ja, vor uns steht der BMW 330i Touring mit dem M-Sportpaket. Das erkennt man natürlich ganz klar schon an der Front. Hier mit den deutlich maskuliner auftretenden Schürzen. Wir sehen hier größere Einlauflässe. Wir haben in der Mitte unter dem Kennzeichen angebracht den Abstandsregel. Tempomaten bzw. den Radarsensor, der dafür zuständig ist. Riesige Nieren kennzeichnen die Frontpartie des neuen Dreier der Produktgeneration G21 intern, wie er genannt wird. Wir sehen auch hier übrigens das BMW Laserlicht verbaut. Sehr schön auch übrigens, woran man dieses Laserlicht erkennt. Das sind diese blauen Insignien, die sich hier in den Linsen verbergen. Da sind dann auch die Laserspots drinnen. Ja, mir persönlich gefällt dieses M-Sportpaket jetzt nicht so gut wie vielen anderen von euch da draußen, die das Ganze dann als eher Must-Have sehen. Denn ich finde die Ausstellung der Frontschürze hier ein bisschen zu weit nach außen gedrückt. Das wirkt für mich einfach nicht so ganz, naja, stimmig, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wir haben hier übrigens die Standard 17 Zoll Räder drauf, weil natürlich auch die Winterbereifung drauf ist. Die Seitenlinie, ja, da würde ich mal sagen, kann man nicht meckern. Schaut ganz ordentlich aus. Wir haben eine leicht abfallende Dachlinie. Wir haben hier die Privacy-Verglasung, die Sonnenschutzverglasung, wie sie BMW nennt, verbaut. Der Wagen ist insgesamt 9 cm länger geworden als sein Vorgänger. Nutzt natürlich das Ganze im Innenraum, aber nicht für das Gepäckabteil, sondern einzig und allein für die Fondpassagiere. Da ist ein bisschen mehr Beinfreiheit, wobei aber Beinfreiheit oder aber hier Sitzkomfort sicherlich noch in Anführungszeichen zu setzen ist. Denn das ist typisch BMW, wirklich der Beste in Sachen Platzverhältnissen war und ist der 3er Touring schlicht und ergreifend nicht. Und das wird er wohl auch nicht mehr werden. Das muss man schon ganz klar sagen. Dennoch, am Heck, finde ich, sieht der Wagen einfach am schönsten aus. Wir haben hier tolle Rückleuchten, die dreidimensional ausgeformt sind. Die zwei echten Endrohre, das sind auch noch ein Highlight. Man muss es natürlich mittlerweile erwähnen, dass es noch echte Endrohre sind. Auch hier sieht man eben nochmal schön dieses neue ausgeformte dreidimensionale Rücklicht. Das schaut schon sehr, sehr schick aus, finde ich persönlich. Auch, dass das so ein bisschen rauchgrau ist. Ja, also mir persönlich gefällt's. Was sagt ihr denn? Wie gefällt euch die Optik vom 3er Touring der neuesten Generation? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Hinter der elektrisch öffnenden Heckklappe des neuen 3er Tourings verbirgt sich ein durchaus passabler Kofferraum, der allerdings ohne große Highlights auskommen muss. Es gibt optional zwar ein Gepäckraumpaket, was hier nicht verbaut ist mit Schienen, sollte man tatsächlich nehmen, wenn man des Öfteren lädt. Ansonsten gibt es hier 500 Liter Stauraumvolumen oder maximal 1510 Liter. Wir können das Laderaumrollo sehr praktisch im Kofferraumboden verstauen, ebenso wie das Trennnetz. Es gibt einen doppelten Ladeboden, der allerdings nicht wirklich viel an Gepäck zusätzlich aufnimmt. Eine 12-Volt-Steckdose auf der rechten Seite und ein Kleiderhaken oder eine Einkaufshaken, wobei der nicht sonderlich stabil wirkt.
Die Rückenlehne ist im Verhältnis 40-20-40 umlegbar. Es gibt sich dann ein quasi ebener Laderaumboden, was durchaus passabel ist für das Einladen von längeren Gegenständen. Ein Kinderwagen hat hier ohne Probleme Platz. Auch die niedrige Ladekante ist positiv zu erwähnen. Was mich persönlich stört, ist, wir haben zwar eine Aluminium-Schutzleiste im Einstiegsbereich, allerdings der Stoßfänger ist nicht geschützt. Ich habe mich in den Fond des BMW 3er Tourings begeben. Was als erstes auffällt, wir sitzen extrem tief hier. Also diese Sitzbank ist sehr tief montiert. Also der Hintern sitzt quasi auf der Achse oder fast schon auf dem Boden, so ein bisschen vom Gefühl her. Sitzabstand, der Sitz ist auf meine Größe von 1,78 eingestellt. Da ist noch genügend Platz. Also für Erwachsene passt es ganz gut, auch für einen 1,80 Größe oder so. Platz hier oben trotz des Panoramaglasdachs auch mehr als genügend. Also das passt ganz gut. Trotzdem fühlt man sich irgendwie so ein bisschen, ja, ist erstmal so tief nach unten gedrungen, so ein bisschen. Also die Beine gehen ja eher nach oben, anstatt dass man relativ gerade sitzt. Das fällt auf, deswegen eben diese Bank sehr tief. Ich würde jetzt auch natürlich neben mich, ich bin jetzt auch kein Normmaß, das ist richtig, keinen in die Mitte mehr reinsetzen wollen. Gebe ich ganz ehrlich zu. Wir haben hier noch eine Armauflage, das passt ganz gut. Da haben wir auch noch Getränkehalter. Hier vorne Luftausströmer mit der Klimaautomatik, ist sogar 3-Zonen Klimaautomatik. Hier unten mit USB-C-Anschlüssen und 12-Volt-Stecker. Das ist sehr, sehr gut, positiv, Daumen nach oben. Ebenfalls, wie gesagt, es gibt ein Trennnetz, das ist auch sehr positiv. Dann, wer den Kindersitz hier hinten montiert, der wird allerdings dann schon ein wenig Probleme haben. Denn, wie man sieht, hat der Kindersitz nicht allzu viel Luft zur Sitzlehne nach vorne. Und mein Junior mit knapp 3 Jahren kann dann tatsächlich hier hinten mit den Füßen an der Konsole die ganze Zeit rumspielen. Zum Glück ist die sehr gut abwaschbar und ist auch recht stabil, weil sie aus einem härteren Kunststoff ist. Des Weiteren ist hier alles ganz ordentlich ausgeformt, auch schön verarbeitet. Jetzt würde ich aber sagen, viel wichtiger ist natürlich, wie es da vorne links ausschaut. Die Fahrersitzposition hinter dem dick aufgepolsterten M-Sport Lederlenkrad ist sehr, sehr positiv. Der Sitz ist, wie gesagt, auf meine Größe von 1,78 eingestellt und ich bin natürlich nicht der Schlankeste. Das heißt also, es muss noch ein bisschen Platz so sein. Ich fühle mich sehr, sehr gut hier in das Fahrzeug integriert. Es ist alles so ein bisschen um mich herum gebaut. Auch die Mittelkonsole leicht zum Fahrer geneigt. Sehr, sehr gut. Das ist so gute alte BMW-Tradition. Alles ist wirklich schön vom Fahrer aus zu erreichen und genau das macht auch so ein bisschen BMW aus. Alles eben, was der Fahrer benötigt, findet er intuitiv, schnell und auch ohne groß Verrenkungen zu haben. Er sitzt einfach hier perfekt in diesem Auto integriert. Der Sitz lässt sich hier optional durch die elektrische Sitzverstellung optimal einstellen. Die Sportsitze sind vorzüglich und ein absolutes Kaufmuss für meine Begriffe, denn wir haben eine ausziehbare Schenkelauflage und natürlich bieten die Sitze auch mehr als genügend Seitenhalt. Man kann sogar die Wangen etwas enger stellen, wenn man nicht so breit gebaut ist wie meine Wenigkeit. Das Lenkrad lässt sich natürlich auch in Höhe und Tiefe mehr als ausreichend verstellen. Da findet jeder dann immer seine Position und ich würde sagen, wenn wir schon die Position so optimal gefunden haben, dann schauen wir uns den Innenraum jetzt einmal noch ein bisschen genauer an. Herzlich willkommen an Bord vom 330i Touring. Ich würde mal sagen, damit wir hier wirklich auch alles sehen, starten wir jetzt einfach einmal den Motor hier in der Mitte und schon erwachen die zwei Displays zum Leben. Wir haben voll digitale Kombi-Instrument und einen riesigen Bildschirm auf der rechten Seite. Woran liegt's? Ganz einfach, BMW hat uns hier das Driving Assist Plus sowie das BMW Live Cockpit Professional spendiert in diesem Mietwagen. Schauen wir uns das Ganze aber mal an. Das hier ist übrigens das neue voll digitale Kombi-Instrument. Nicht verwirren lassen, diese Anzeigen sind tatsächlich für mich. Da wird der Fahrer ein wenig abgescannt wegen Müdigkeit etc. Ist ganz praktisch und ganz schön, stört mich auch nicht, weil ich dieses Flackern nicht sehe, sondern nur die Kamera. Hochauflösend ist das Display. Wir können das Display
auch ein wenig anpassen, aber nur sehr, sehr marginal. Da gibt es maximal andere Farben. Lediglich im Eco Pro wird das Ganze hier ein wenig von der Anzeigecharakteristik anders. Im Sport ist das Ganze lediglich ein wenig rot. Gehen wir aber zum Normalen zurück. Was auffällt, ist, dass der Drehzahlmesser jetzt hier entgegen des Uhrzeigersinns läuft. Daran muss man sich gewöhnen. Der Bordcomputer, der hier rechts eingeblendet ist, den bedienen wir hier über den Lenkstockhebel. Da können wir dann die einzelnen Modi oder respektive Menüs durchblättern, wie einem dies gefällt. Ich persönlich finde das ganz praktisch. Dann auch, dass die Karte hier in der Mitte schön angezeigt wird. Das ist sehr schön, vor allem auch wirklich hochauflösend. Naja, die unteren Anzeigen, würde ich mal sagen, die erkennt man so während des Fahrens eigentlich eher schlecht. Gut, es gibt halt nicht alles. Ein bisschen mehr Individualisierungsmöglichkeit würde ich mir von BMW durchaus hier wünschen. Wir haben aber hier das M-Lederlenkrad verbaut. Sehr schöner, dicker Lederkranz. Immer zu empfehlen. Wirkt hochwertig, fasst sich toll an und liegt gut in der Hand. Lediglich hier so ein bisschen diese Schaltwippen, die wir hier haben. Ich persönlich finde, wenn man jetzt hier die Hand so hat, dann merke ich hier so ein bisschen, ich habe schon lange Finger, da wird es ein bisschen eng. Das heißt, man muss hier so ein bisschen tatsächlich die Hand hinterrutschen. Finde ich ein bisschen schade. Könnte man vielleicht schauen, dass man die irgendwie noch ein bisschen außen hinbekommt. Hier auf der linken Seite regeln wir immer noch den Tempomat. Jetzt tatsächlich mit der Driving Assist Professional. Das heißt also, teilautonomes Fahren ist hiermit möglich im Level 2. Das heißt also, man muss immer noch die Hände am Lenkrad halten. Dann gehen wir auf die andere Seite. Haben wir hier die Audiobedienung, Telefon, Sprachsteuerung und die Menüsteuerung für das Head-Up-Display, was hier oben verbaut ist. Das funktioniert ganz gut. Und was auch noch auffällt, sind tatsächlich, wir haben jetzt hier LEDs drinnen. Diese Displays sind auch wiederum für den Driving Assist Plus, der uns mit gelben Leuchten oder rotem Leuchten zeigt, dass wir die Griffel wenigstens gefälligst wieder ans Lenkrad nehmen sollen. Dann haben wir hier das natürlich das sogenannte ehemals Navigationssystem Professional verbaut. Auch die neueste Steuerung des iDrive-Systems hier ist verbaut. Das heißt, wir können hier natürlich die Kacheln uns konfigurieren, wie es uns gefällt. Dann haben wir hier diese ganzen Widgets. So nennt sich das ja in Neudeutsch quasi, können wir hier alle durchklicken oder aber in die jeweiligen Menüs reingehen. Wir können hier rein und rauszoomen. Gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich zugeben. Dann gehen wir mal zurück. Wir können auch hier den Rest natürlich dann auch über das iDrive bedienen, was wir hier haben. Der iDrive Controller, sehr hochwertig mit so einem Alu-Ring, gefällt mir gut. Das hier, diese flachen Drückknöpfe, bin ich jetzt nicht so der Freund von, zumal sie alle hier tatsächlich nicht einzeln sind, sondern das ist immer so eine Ebene. Ja, muss man mögen. Der Schaltknauf hier übrigens vom Automatik-Wählhebel, der gefällt mir nicht so gut, weil er sich hier nicht so schön anfasst. Das ist auch nur so eine Kunststoffoberfläche. Hier sieht man es auch, das ist ziemlich, ja, so ein bisschen eklig, finde ich das persönlich. Muss man ständig freiwischen. Aber gut, den in Leder, dann wäre das schöner. Muss man lachen. BMW bitte nachbessern. Dann haben wir hier einen USB-Anschluss, und zwar einen normalen USB-A-Anschluss. Dann haben wir hier noch eine 12-Volt-Steckdose drinnen. Wir haben hier das Raucherpaket verbaut, deswegen kommt hier noch ein kleiner Aschenbecher. Dann zwei Getränkehalter so gesehen, eine Induktivladeschale, sehr, sehr gut, schön gummiert. Da liegt das Handy auch gut drinnen. Wenn wir das Ganze nicht haben wollen, dann klappen wir es weg. Dann haben wir hier die Schnellwahltasten, die frei konfiguriert sind, konfigurierbar sind für dieses Navigationssystem. Dann haben wir auch hier die Direktwahltaste für den Verkehrsfunk, finde ich auch sehr gut, genauso wie die Regulierung der Lautstärkenanpassung. Dann kommen wir hier zum neuen Klimabedienteil. Ein kleines Display haben wir hier. Hier die wesentlichsten Elemente für Temperatur und Lüftungseinstellungen sind silber. Dann die Sitzheizung hier. Und ansonsten können wir hier auch alles durchklicken. Gefällt mir sehr gut. Hier übrigens die Taste für die Fahrerassistenzsysteme. Ich habe sie auf individuell, denn ich tue das ein oder andere anpassen. Den Warnblinktaster findet man dann hier. Der funktioniert, ist auch gut angebracht, noch in ordentlicher Höhe. Die Verarbeitung gefällt mir sehr gut, die Materialien sind hochwertig. Lediglich hier oben, das schaut dann bei Sonneneinstrahlung ein bisschen speckig aus. Könnte man vielleicht noch ein bisschen matter machen, finde ich. Dann sehen wir hier die Sportsitze, die auf alle Fälle zu empfehlen sind. Dann noch ein kurzer Rundumblick.
hier mit dem Glaspanoramadach, was wir verbaut haben. Der Kindersitz ist auch wieder schon eingebaut. Dann gehen wir mal hier in die Mittelarmlehne, die nicht verstellbar ist, sondern lediglich zu öffnen. Da drinnen verbirgt sich dann noch ein Ablagefach sowie ein USB-C-Anschluss. Das heißt also, da können wir dann auch nochmal schneller laden. Ja, die Fahrmodi können wir hier durchschalten. Die Parkbremse wird hiermit aktiviert. Auto-Hold haben wir auch. Dann Start-Stopp-Deaktivierung, Parkassistent und die Traktionskontrolle. Des Weiteren würde ich jetzt einfach mal sagen, ist das relativ klar, wie das Ganze hier aufgebaut ist. Und deswegen sollten wir jetzt einfach mal losfahren. BMW 330i, das sind Buchstabenkombinationen, die Fans ins Schwelgen lassen kommen. Ja, ich weiß. Oder aber sich hier schon alles innerlich zusammenzieht, denn seit der letzten Generation BMW 3er F30 genannt, ist der Sechszylinder nämlich nicht mehr vorhanden. Dieser wurde ersetzt durch einen 2 Liter Vierzylinder. Benziner. Gut, das klingt natürlich jetzt vielleicht erst einmal richtig, richtig herb und das muss man auch erst einmal verdauen. Ich selbst bin absoluter Fan der Marke BMW gewesen und bin es quasi immer noch und das musste ich auch erstmal verdauen. Aber wer jetzt tatsächlich den neuen 330i G21 fährt, das ist der 6. Touring der Modellreihe, der wird definitiv überzeugt sein von diesem Triebwerk. Ja, er ist nicht mehr so sämig. Ja, er ist nicht mehr so schön in seiner Leistungsentfaltung. Aber Leute, dieses Triebwerk arbeitet absolut genial und ist schlicht und ergreifend der beste 2 Liter Vierzylinder Benziner, den man aktuell für ein Fahrzeug bekommen kann. Die BMW-Ingenieure haben den wirklich richtig toll abgestimmt. Klar, im Leerlauf nagelt er ein bisschen und tut hier ein bisschen rumtackern, klingt nicht schön. Ja, es ist halt immer noch ein Vierzylinder, es ist immer noch ein Ottopartikelfilter dahinter geschaltet. Dennoch, 258 PS, 400 Newtonmeter Drehmoment, die im Bereich zwischen 1550 und 4400 Umdrehungen zur Verfügung stehen, bedeutet, dass hier wirklich die Musi spielt unter der Haube. Ja? 5,9 Sekunden von 0 auf 100, 250 Stundenkilometer Topspeed und das Ganze bei einem Alltagsverbrauch, den ich hatte, von 7 Litern. Ja, 7 Liter. Ich bin nicht sparsam gefahren. Nein, Gegenteil. Ich habe einfach viele Kurzstrecken hier absolviert. Ich bin auch auf der Autobahn mit über 200 unterwegs gewesen. Wer aber ruhiger fährt, den Wagen auch viel über Land bewegt, der wird Verbräuche von rund 6 Litern schaffen. Leute, 6 Liter, das ist hervorragend, wirklich. Und das schaffe ich auch mit meinem 17 Jahre alten 5er BMW nicht. Und da hängt noch ein toller Sechszylinder unter der Haube. Denkt mal ein bisschen drüber nach, aber schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob es wirklich so ein Drama ist für euch da draußen, für die Fans oder Nicht-Fans der Marke, dass da unten jetzt kein Sechszylinder mehr arbeitet. Ich traue ihm schon noch nach, das gebe ich zu. Aber das Triebwerk ist ein durchaus würdiger Nachfolger. Beim Fahrwerk hat BMW uns hier natürlich das M-Sportfahrwerk gegeben. Wir haben nicht adaptiven Dämpfer verbaut. Die würde ich euch aber wärmstens ans Herz legen, denn die Federung ist hier schon sehr, sehr trocken und sehr sportlich. Da muss man sagen, wer 19 Zoll Räder im Sommer fährt mit Runflat, der wird hier schon garantiert gut durchgeschüttelt. Das heißt also, Querfugen oder aber Teerflicken werden hier direkt durchgereicht. Der Wagen liegt wie ein Brett.
sprichwörtlich. Du kannst ihn wirklich toll um die Ecken pfeifen. Ich habe hier nur den Hinterradantrieb verbaut. Persönlich mag ich das auch. Ich würde jetzt nicht den X-Drive nehmen, es sei denn, ich wohne in den Bergen und ich möchte im Winter perfekt die Traktion immer haben. Hey, auch bei Winterverhältnissen oder aber bei nassen Straßen ist der Hinterradantrieb so gut weggeregelt durch das DSC hier. Da braucht man nicht meckern oder sich jetzt denken, dass das Auto einen hier abwirft wie ein Stier, wenn man auf ihm reiten möchte. Also macht euch da mal ein bisschen locker, Leute. Solange es die Hinterradantriebe bei BMW gibt, sollte man sie auch durchaus kaufen. Kaufen sollte man aber auch das BMW Laserlicht, denn es ist nicht nur ein optisches Ding, dass man die blauen Insignien da drinnen hat und das neue, schönere Tagfahrlicht. Nein, die Ausleuchtung ist so perfekt und hervorragend, dass ich es einfach noch nie besser erlebt habe und vor allem in dieser Klasse definitiv nicht besser geht. Da muss ich ganz klar sagen, bitte, bitte, bitte investiert, wenn ihr wollt, irgendwo das Geld dann da rein. Lasst das Panoramaglasdach weg und lasst diese Assistenzsysteme weg, die gut funktionieren. Lasst das voll digitale Kombi-Instrument weg, wenn es sein muss. Aber spart nicht am BMW Laserlicht. Meine ganz klare Aussage. Und ich verlinke euch mal das Video von Motorreport von meinem Kollegen Matthias Luft. Der hat euch das Ganze sehr, sehr schön dargestellt. Schaut euch das Ganze mal an. Mit den Assistenzsystemen bin ich persönlich jetzt natürlich vielleicht nicht so überzeugt, wie das der Kollege Luft ist. Das liegt aber auch daran, weil ich persönlich einfach eher die Kontrolle selber haben will über das Fahrzeug, anstatt der Elektronik vollends zu vertrauen. Und ich bin auch jemand, der eher einen sehr, sehr feinen Fahrstil pflegt und nicht irgendwie dieses eckige Hin und Her geeiere mag, was mit den Systemen hier halt eher der Fall ist. Ja, auch das Ende mit dem BMW 330 iTouring steht an. Und ich muss sagen, BMW kommt zu alter Stärke zurück. Der Dreier beweist es einmal mehr. Er schaut durchaus passabel aus. Man muss sagen, vor allem am Heck gefällt er mir richtig, richtig gut. Das hatte ich, glaube ich, auch schon bei der Limousine so erwähnt. Der Touring macht das Ganze für mich einfach nochmal attraktiver, weil er natürlich gerade für mich als Familienvater das attraktivere, vor allem auch praktischere Fahrzeug ist. Praktisch als Familienkombi ist er jetzt ja nicht wirklich. Der Kofferraum eher Durchschnitt, der Platz auf der Rückbank, gerade mit Kindersitz, mehr als eingeschränkt. Die Preise, naja gut, so wie der Testwagen hier steht, liegen wir bei rund 66.000 Euro. Ja, das ist schon eine Hausnummer, darf man auch nicht vergessen. Dafür haben wir einen hervorragenden Antrieb unter der Haube, der 2 Liter Vierzylinder. Ersetzt den reinen Sechszylinder, den man so im Kopf noch hat. Das tut er aber sehr, sehr gut. Also er läuft wirklich schön kultiviert. Klar, im Stand nagelt er. Naja gut, muss man mit erleben. Dennoch Kraft ohne Ende, die 400 Newtonmeter, das ist schon fast dieselähnlich, was da passiert. Der Druck ist ständig da und wirtschaftlich ist er auch, denn wer ihn wirklich ruhig fährt, der schafft ihn mit 6 Komma zu fahren. Und das ist doch durchaus sehr, sehr respektabel, was BMW hier mit dem 2 Liter Vierzylinder auf die Beine gestellt hat. Was mir persönlich gut gefällt, ist auch, dass die Verarbeitung endlich besser geworden ist, die Materialien wertiger und das Fahrzeug endlich so ein bisschen dieser Preiskategorie auch tatsächlich so haptisch entspricht. Jetzt ist die große Frage, entspricht das Video denn euren Vorstellungen? Dann gebt mir natürlich ein Like, abonniert den Kanal, die Abo-Glocke nicht vergessen. Und auch sonst würde ich mich jetzt freuen, wenn wir ein bisschen über den BMW 3er Touring miteinander reden. Unten in der Kommentarbox habt ihr genügend Platz. Schreibt mir rein, was ihr denkt, was eure Meinung zu dem Ganzen ist, auch zum Video und vor allem natürlich auch, ob der 3er euch gefällt oder nicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und sage Tschüss und Servus, euer Ubi.